Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge von The Escapists. Tja, ich glaube, es wird doch ein bisschen schwerer hier rauszukommen als geplant. Habt ihr ja letzte Folge schon gesehen. Wir müssen an irgendwelche ID-Papers kommen und ich weiß ja schon ungefähr, wo die sind. Nur müssen wir es da erstmal hinschaffen. Ich bin immer überlegen, also ich habe den zweiten Tunnel angefangen, ob ich den überhaupt fertig mache. Da bin ich momentan echt überhaupt nicht sicher, was das angeht. Aber ja, mal gucken, mal gucken. Ich glaube, ich grab den jetzt einfach erstmal weiter. Und dann schaue ich mal weiter. Komm, lauf mal vor mir her, dann falle ich nicht so auf. Und schnell rein. Wie mache ich denn das am besten? Also, Moment. Ich nehme jetzt mal die ganzen Löffelchen mit. Ist halt schon ein bisschen blöd, muss ich gestehen. Wenn ich jetzt hier noch einen zweiten Tunnel hochziehe, ich habe ja schon einen, aber ich möchte es halt so ein bisschen... Ja, was heißt sicher machen? Schon irgendwie. Also ich möchte nicht, dass die sofort beide auffallen, die Tunnel. Vor allem... Ich werde die wahrscheinlich... Naja, eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, einen zweiten Tunnel zu bauen. Ich kann auch einfach drumherum laufen, ne? Ich muss nur... Gegenstände genug mitnehmen. Also vor allem Schaufelchen und... eine Spitzhacke wahrscheinlich. Dann hat sich das eigentlich erledigt. Eigentlich brauche ich den zweiten Tunnel überhaupt nicht. Nee, kein Stück brauche ich den. Leute, den brauche ich nicht. Den mache ich auch nicht mehr weiter. Habe ich gerade mal so beschlossen. So schnell kann es gehen. Habt ihr gemerkt, ich bin gerade etwas in Erklärungsnot gekommen, für was ich den brauche. Ich brauche ihn überhaupt nicht. Ich kann ja oben einfach rumlaufen. Muss ich jetzt nur mal gucken... was ich dafür noch brauche. Also ich muss mir irgendwie am besten eine Spitzhacke bauen. Denn ich muss ja oben durch die Tür bei der... Wie heißt's? Bei dem Häuschen, wo das, wo der ganze Rotz drin liegt. Diese ID-Papers. Da muss ich irgendwie reinkommen. Und ich habe mir das im Internet schon mal angeguckt, wie dieses Häuschen aussieht. Es ist, glaube ich, kaum zu erreichen. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal mit dem roten Stuff Key. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, mich halt mit einer Spitzhacke schnell durchzuhacken. Eigentlich, wenn ich es mir jetzt so recht überlege... Ich glaube, ich nehme doch lieber den roten Stuff Key. Die Frage ist nur, wer hat... Ups. Wer hat den roten Stuff Key? Das werden wir jetzt ausprobieren. So, was brauchen wir alles dafür? Wo ist das? Meine heiße Schokolade. Ich habe doch noch so ein What of Puddy, ne? Wo ist denn das? Da ist es. Das brauche ich jetzt. Ich stelle mich jetzt mal hier rein und der nächste Bulle, der reinkommt, wird geschokoladet. Ich hoffe, dass das ordentlich klappt. Vor allem hoffe ich, dass jetzt gleich mal einer kommt. Und dann muss ich sofort das Zeug hier abliefern. Nein, ach komm schon, das ist doch ein Scherz. Ich glaube, jetzt ist gerade eben einer oben reingelaufen. Das ist echt ärgerlich. Naja, gut. Dann haben wir halt gerade mal Pech gehabt. Das machen wir dann halt gleich. Da haben wir dann ja die Freizeit. Vielleicht haben wir ja Glück und es ist nicht immer der gleiche, der da hochgeht. Weil ich wüsste momentan kaum, wo ich jemanden abgreifen soll. Es gäbe noch die Möglichkeit, sehe ich gerade, hier in der Küche jemanden abzugreifen. Das Problem ist, wie mache ich das? Wobei, ich kann ja einfach über den Tresen drüber. Stimmt. Na gut, aber erstmal hoch in
Krankenzimmer. Und hier mal kurz warten. Ich hoffe, ja, da kommt. Nein, da kommt er nicht. Verdammt, du Hund, komm rein. Wo haben wir noch jemanden? Kommst du vielleicht wieder zurück und jetzt ins Krankenzimmer? Nein? Schade. Ach, komm schon. Da kommt... Hier geht auch immer einer rein, oder? Ins Klo. Warte mal, da kommt wieder einer. Geht aber nicht rüber. Und du? Auch nicht. Moment, jetzt. Jetzt. Nein! Oh, ich hab daneben geklickt. Ich krieg die fucking Krise. Oh. Na gut, dann gucke ich halt erstmal, ob da noch jemand was zu verkaufen hat. Du willst mir nicht erzählen, dass du da oben gerade drin warst, oder? Oh nee, jetzt muss ich wieder warten. Ich krieg's kotzen, ey. Man kann die ja leider auch nicht locken. Da kommt er. Die verarschen mich doch alle, laufen hier straight drauf zu und dann biegen sie nochmal ab. Einer von euch muss doch jetzt mal rein. Auch nicht. Ich stelle mich jetzt wirklich direkt neben die Tür, aber... Och, komm schon. Ich fühle mich gerade wirklich so leicht verarscht. Wo könnte ich denn noch jemanden abgreifen? Vielleicht probiere ich es mal hier. Frage ist halt nur, weil das ist ja offen, ob das irgendwelche Konsequenzen hat. Ups. Bin mir da noch nicht so ganz sicher. Vor allem, ich darf da überhaupt nicht drin sein, also... Ich werde es aber trotzdem jetzt mal probieren. Bringt ja nichts. Bringt ja nichts. Ach, jetzt muss ich wieder arbeiten erst. Meine Fresse. Leckt mich doch alle. Da. Greg, bleib mal stehen, du willst ein Buch. Wer braucht denn noch eins? Walder und Chang. Das ist Walder. Da oben war gerade wieder einer drin. Wo ist Chang? Nein. Das ist Chang. Wo geht denn noch jemand rein? Das Gebäude anscheinend wahrscheinlich auch nicht. Greg und David. Langt das? Ja, perfekt. So, gut, sorry Leute, aber dann muss ich doch nochmal hier warten. Irgendwann muss da ja mal einer vorbeischauen. Auch der wollte mich wieder veräppeln. Es wäre halt perfekt, wenn ein Polizist reinkommt ohne irgendjemand anderen. Man müsste es irgendwie das Spiel ein bisschen langsamer laufen lassen können, weil so ist es gar nicht so einfach, weil die laufen halt alle so schnell. So kleine Sprinter. Und ich wette, wenn ich das jetzt hier an der Tür mache, kommt der Scharfschütze und pustet mir durch die Wand den Kopf weg. Sorry. Oh nein, Leute, bitte. Hört auf. Nicht hier in meiner Hütte. Jetzt liegt er genau da, wo der wahrscheinlich hinkommt, der Polizist. Könnte ich kotzen. Einer von denen kommt doch jetzt bestimmt. Auch nicht! Alter. Ich habe immer so ein Glück, wenn es um sowas geht.
Hallo. Nein. Ey, das gibt's doch gar nicht. Weißt du? Ach, und jetzt habe ich die Schokolade dabei gehabt. Ich krieg die Krise. Also sorry Leute, die Folge war heute mal gar nicht berühmt, aber... Ärgerlich, ey. Ich sag einfach nur hammerhart ärgerlich. Aber gut. Das passiert halt. Das heißt, ich muss noch ein bisschen mehr beobachten vor allem. Tja. Ich hätte halt gern den Key. Ich könnte mir natürlich auch einfach bei den anderen Gefangenen beliebt machen irgendwie. Und sie dann auf den Polizisten aufsetzen. Ich nenne die ab sofort jetzt übrigens Polizisten, ist mir egal, ob sie Guard ist oder... oder eine Wache oder sonst was. Ich nenne die jetzt ab sofort Polizisten, weil es mir sowieso dauernd wieder rausrutscht. Mensch. Mensch, 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 Mensch. Ich guck jetzt nochmal kurz hier rein, ob ich hier irgendwo was finde. Können natürlich auch nochmal, wir haben hier glaube ich irgendwo noch zwei von diesen Wunderkisten, wo irgendwas drin ist. Da könnte ich vielleicht auch nochmal reingucken. Aber ich weiß nicht, ob da ein Schlüssel drin ist. Also wir hatten ja schon einmal einen Schlüssel drin, das weiß ich noch, das war der grüne. Vielleicht haben wir ja Glück und haben den roten drin, aber naja. Ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!